CDU/CSU. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe FDP, lieber Herr Kollege Strasser, es ist gut und richtig, dass wir uns in diesem Haus über die Sicherheitsarchitektur in Deutschland unterhalten, und Ihr Antrag trägt dazu bei, dass wir dies auch heute Morgen tun. Ob das allerdings dann am Ende in der Einrichtung einer Kommission bestehen muss, darin habe auch ich meine Zweifel. Warum? Grundsätzlich ist es richtig, dass wir in Deutschland einen föderalen Rechtsstaat haben, der auch im Rahmen der inneren Sicherheit hier die Verantwortung vorrangig bei den Ländern ansiedelt. Um die äußere Sicherheit hat sich in der Vergangenheit oder nach unserer Verfassung auch der Bund zu kümmern. Aber im Rahmen der organisierten Kriminalität, des Extremismus und des Terrorismus macht diese klassische Trennung nicht immer Sinn, und sie wird zunehmend schwieriger. Auch kleine Bundesländer sind überfordert. Insofern ist es richtig, dass wir uns hier immer wieder die Frage stellen, wie können wir uns besser vernetzen und wo kann der Bund auch mehr Verantwortung übernehmen. Auch Europa fordert viele neue Herausforderungen, und es erfordert auch, dass wir über Landesgrenzen hinaus ausdenken. Diese Diskussionen werden daher auch zu Recht seit vielen Jahren geführt, und es hat sich auch vieles verändert. Ob es allerdings sinnvoll ist, eine weitere Kommission einzusetzen, so wie Sie es in Ihrem Antrag fordern, glaube ich, ist der verkehrte Weg. Wir hatten eine Wertebach-Kommission, aus der ein oder andere Vorschlag übernommen worden ist, aber eben nicht alles. Wir hatten eine Regierungskommission zur Überprüfung der Sicherheitsgesetzgebung in Deutschland, gemeinsam von Union und FDP 2013 eingesetzt. Auch hier ist man nicht zufrieden damit, dass eben grundsätzliche Dinge nicht umgesetzt wurden. Und warum ist das so? Weil man immer wieder an die Zuständigkeit von Bund und Land stößt, aber auch von Behörden untereinander. Sie, lieber Herr Kollege Strasser, sitzen ja im Untersuchungsausschuss zum Anschlag am Breitscheidplatz. Thomas de Maizière hatte danach weitreichende Reformvorschläge vorgelegt. Wir haben das auch heute Morgen schon gehört. Alleine wenn man nur eine Überlegung anstellt und sagt, wie ist das eigentlich mit unseren Verfassungsschutzämtern? Übernimmt der Bund hier mehr Verantwortung bis hin zur vollständigen Auflösung einzelner Landesverfassungsämter? Erleben wir alle einen sofortigen breiten Aufschrei. Selbst vom Extremen der Auflösung bis hin zum weniger Extrem mehr Verantwortung des Bundes. Das heißt, was soll eine Kommission erreichen? Ich könnte Ihnen noch zahlreiche weitere Beispiele nennen, wo wir eine reflexartige Ablehnung haben, wenn Bund und Länder ihre Zuständigkeiten verändern. Also brauchen wir doch einen zunächst mal wichtigen Konsens bei den Behörden, bis hin zu Mitarbeitern bei den Ländern und dem Bund und auch in der breiten Politik, welche Maßnahmen hier überhaupt gewünscht sind und wo die Richtung. Ich will gar nichts abschieben. Ich meine, unsere Aufgabe ist es, und Konstantin von Notz hat es vorhin auch gesagt, es ist unsere Aufgabe, zum Beispiel auch beim Trennungsgebot Entscheidungen zu treffen. Wollen wir das auflösen? Wollen wir das verändern? In welcher Art und Weise? Und genau darum geht es auch bei der Frage, will ich zum Beispiel beim Verfassungsschutz etwas ändern? Und eine Kommission, die wir hier einseitig beschließen, von der wir hier sagen, ja, die Länder sollen sich daran beteiligen, wenn aber überhaupt keine Bereitschaft da ist, dann muss ich mir die Frage stellen, was soll so eine Kommission uns dann eigentlich bringen? Das heißt, ein Gremium macht nur dann Sinn, wenn es aus den Ländern heraus, von den Ministerpräsidenten heraus, von unseren Innenministerkonferenzen heraus Anstöße gibt und wenn die Politik auch der Auffassung ist, hier die Politik im Bundestag, und zwar breit und nicht nur, so wie ich es heute Morgen erlebe, ständiges Aufeinander-Einschlagen, ein breiter Konsens über diese notwendigen Veränderungen. Wenn ich heute Bürger bin und mir das hier anschaue, dann muss ich mir tatsächlich die Frage stellen, was ist denn mit unserer Sicherheitsarchitektur? Ist die gut? Ist die schlecht? Sind wir überhaupt sicher? Bis hin zu Herrn Hess, der die Sicherheitsarchitektur heute Morgen verengt auf das einzige Thema der Gefährder und der Grenze, obwohl Sie doch genau wissen, Herr Hess, dass das Thema viel, viel breiter ist. Und da würde ich mir von Ihnen auch wünschen, dass Sie Ihren Blickwinkel mal etwas über die Frage der Grenzöffnung hinausweiten. Wir haben im Gutachten von Professor Maurer, Herr Kollege Strasser, das Sie sicherlich auch kennen, weil Sie im Ausschuss sitzen,
im Gutachten von Professor Wolf dargelegt bekommen, wie viele Gesetzesänderungen es vom Jahr 2011 bis 2017 angegeben hat. Er hat es noch wunderbar aufgelistet. Reformen beim BKA-Gesetz, beim Verfassungsschutzgesetz, beim BND-Gesetz, die Polizei 2020, das steht nicht im Gutachten, das sage ich jetzt, Reform wurde in Gang gesetzt. Es ist so unglaublich viel passiert. Und da ist es mal die zu förderlichste Aufgabe, dass ich sage, was haben wir in den letzten 10 Jahren alles getan? Was hat sich Positives weiterentwickelt? Das kann man prima aus diesen Gutachten alles herauslesen und dann eine Bestandsaufnahme machen und dann sagen, wo sind tatsächlich noch Dinge, die wir verändern wollen, und zwar in einem breiten gesellschaftlichen Konsens. Und dazu gehört es im Übrigen auch am Ende Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Behörden, die davon betroffen sein würden, mitzunehmen. Und wir haben in einem unglaublichen Ausmaß den Etat des Innenministeriums in den letzten 5 Jahren erhöht. Wir haben Stellen neue geschaffen bzw. bewilligt. Und das alles muss man erst mal bewerten und sagen, was muss hier zum Schluss jetzt tatsächlich noch geändert werden. Denn wir haben eine Lücke, und das ist die Schnittstelle der Verknüpfung zwischen Bund und Ländern, eine bessere Vernetzung. Hier haben wir einen echten Bedarf. Das sehen wir auch an den vielen gemeinsamen Zentren, wie das GTAZ, das eingerichtet worden ist. Hier müssen wir noch besser werden. Ich glaube, darauf müssen wir uns auch konzentrieren. Und insofern, Herr Strasser, ich freue mich auf die Debatte, aber ich wünsche mir von allen tatsächlich bei der Sicherheitsarchitektur einen breiteren Konsens, als ich ihn hier heute Morgen erlebe. Danke schön. Nächste Redner ist der Kollege Kunze.